Kreditzinsen 21.000. Er muss mit Ab doch Abbezahlung bei sein. Einmal erstmal auf 30. Er muss doch gewisserweise mit Abbezahlung bei sein. Du hast jetzt. Mir steht jetzt zwar Kredit 300.000, Kredit sind 6% pro Tag. Ah, das geht auf die 350.000 Kredit und nicht auf den Kreditbetrag. Ah, okay, weil das sind 10 sind 35%, 5%, also 1% wären 3.500 und das mal 6, das wären hier 3, 6, 18, 3, 21. Das heißt, du hast 21.000 Kreditzinsen am Tag. Das heißt, es ist ganz schön kacke mit dem normalen Kredit zusätzlich, weil die Zinsen musst du auch zahlen. Das heißt, wir müssen den wirklich zurückzahlen. Das sollten wir aber hinkriegen. Das sollten wir trotzdem hinkriegen. Das heißt wiederum, dass wir die Kreditzinsen verringern, wenn wir hier mal zurückzahlen. Weil dann die Zinssumme geringer wird. So. Weil dann wird die Zinssumme geringer, hier die wir jeden Tag kriegen. Die müssen wir zwar später wieder aufnehmen. Weil wir können hier wieder leihen. Das heißt, mischt nicht. Nehmt dann so viel auf, dass ihr die 200.000 zurückzahlen könnt. Ja, obwohl, man kann ruhig mischen. Na? Man kann ruhig mischen. Ja, man kann ruhig mischen. Man muss sich halt nur klar sein. Das war halt das, was ich jetzt nicht wusste, dass die mit reinzählen. Jetzt dann gibt es nicht auch Sinn, dass wir jeden Tag da bezahlen. Aber es ist halt krass, wenn wir jetzt hier nochmal Kreditdetails, Finanzhistorie. Hier Tag 12, wir haben jetzt schon Einnahmeernte 25.000. Hier hatten wir noch 20, 22, jetzt sind wir schon bei 25.000 und der Tag ist ja noch lange nicht rum. Das dürfte er nicht vergessen. Der Tag hat quasi gerade begonnen, wir haben gleich Mittag. Und noch läuft die BGA nicht richtig. Da ist noch Luft nach oben offen. Das ist eine Menge. Was den TS-Gehalt angeht. Und jetzt seht ihr auch langsam das, was ich meine, wieso ich das alles auf mich nehmen wollte. Auch das, was wir jetzt bezahlen, das sind jetzt 20.000 am Tag. 21.000 am Tag an Zinsen. Das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Beziehungsweise die 18, die abgezogen werden, da werden ja noch 2.000 entgegengerechnet, aber woher die kommen, ist mir jetzt auch gerade eigentlich egal. Auf jeden Fall, da müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen, dass wir hier wirklich am Tag 18.000 bezahlen und plus machen. Das im Vergleich zu vorher und jetzt seht ihr, wie das da oben ansteigt. Das ist das BGA-Geschäft. Das funktioniert zwar nicht ganz so gut, wenn ihr die BGA-Extension nicht habt, dann ist die BGA aber auch nicht so viel Arbeit. Das muss man halt auch so sagen, dann bringt man da sein Zeug hin. Achso, ne, wir wollen ja dahin. Bringt man da sein Zeug hin und wenn es dann da ist, ist also hinbringen und vergessen quasi. Wird es eingearbeitet in die BGA und aber man hat halt nichts davon, es wird nicht mehr und nicht weniger. Und so ist halt, wenn man sie schlecht behandelt, wesentlich ineffektiver, aber wenn man sie richtig gut behandelt, die BGA, so wie wir das jetzt machen, wird die halt wesentlich besser.
als die alte BGA. Jetzt machen wir mal zu. Und können uns eigentlich direkt die beiden Sachen da anschnallen. Weil jetzt wird's richtig witzig. Jetzt wird's richtig witzig. Was wir nämlich nicht wissen, ist, dass wir mit so einer Wiese eine 800% BGA, habe ich das Gefühl, betreiben könnten. So wie das nämlich aussieht. Weil hier sollte jetzt alles in Butter sein. Genau. Ist alles ausgewachsen. Auch auf den Wegen und alles. Hier haben wir also quasi ein riesen Wiesengebiet. Was wir jetzt abmähen. Und ich bin gespannt, was das wird. Ganz ehrlich. Was hier rauskommt, werden Tonnen. Damit können wir eine 200% BGA betreiben. Wir können da, was wir da alles mitmachen können. So. Jetzt gucken wir nach unten, weil wir wollen ja hier. Wir haben nicht nur 8,5 Kubikmeter im Zufüllbunker. Und schon 200 kW erzeugen wir schon hier. So. 8 haben wir noch drin. Da haben wir 8, 16, 18, 24. Wir gucken mal, ob wir die. Oh. Halt, 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 rückwärts. So, ob wir die mitkriegen. Da oben reinkriegen. Das mitkriegen tun wir sehr, das wissen wir. Ein bisschen zurück. So. Ja, so geht das doch. Ist zwar nicht das, was ich jetzt wollte, aber. So. So. Also sollte das jetzt eigentlich nicht laufen. Wehe, ihr lacht. Das da oben, Ding da oben wieder runterkriegen. Haben. Na, endlich. Wären wir nur zweimal gefahren. Was stimmt denn mit mir jetzt gerade wieder nicht mit dem Aufladen? Ich bin wieder zu ungeduldig. Ich bin wirklich wieder zu ungeduldig. So. Oh, da kommt es ins Hoch. So. Genau. Ja, so geht's doch jetzt. So. Hm.
Nun, ja, 20. Aber nicht gleich schon wieder gut nachgefüttert. Bei einer hundertprozentigen Wege, aber hätten wir jetzt halt schon das Doppelte verbraucht. Da hätten wir das jetzt schon lange drin gehabt, quasi. Dann kriegen wir das da so drüber. Soll ich nicht. Er ist trotzdem nicht umgefallen, ne? Da hätten wir das nämlich jetzt schon lange drin gehabt und da drüben halt noch den unteren auch noch weg. Würde zwar noch laufen, ja. Und bei dem, was wir jetzt auch heute machen an Gras, sollte das auch kein großes Problem sein, das weiterlaufen zu lassen, ne? Aber trotzdem. Vierundzwanzig bleibt da drin. Wir könnten ja noch mal einen. Na ja gut, da werden wir mal über 28 kommen. Machen wir mal. Einen nehmen wir mal noch. So. So. Oder ob der jetzt auch wieder nur reinfällt. Also wir lassen ihn nicht von den Gabeln gleiten. Ne, das machen wir nicht. Wir halten ihn also quasi nur da drüber und gucken, ob er verschwindet. Es geht also bis 30.000. Gut, aber das brauchen wir jetzt nicht. Einfach nur nice to know. Und er macht seine Arbeit verdammt gut hier unten. Bin ich zufrieden mit. So. Genau. 28,4 Kubikmeter mal wieder drinne. TS-Gehalt 87%, das ist gut. Güllebonus haben wir zwar gerade nicht, aber Generatorenleistung sind 205. Das passt schon so. Machen wir mal Ecke aus. Das, nein, ja. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Habe ich schon mal gesagt, dass, das scheiße anstrengend wird jetzt. Gerade schon sagen, wieso macht der denn nichts? Kurz hier mal anpeilen. So. Ja, frei. Yippie-yay, Schweinebacke. Jetzt heißt hier Rasenmähen auf ganz hohem Niveau. Oh Mann. Und es wird nicht weniger. Gut, wir sind auch noch nicht eine Spur gefahren, aber trotzdem. Haben wir die Spuren nämlich jetzt erstmal hier runter. Ja, aber das ist schon eine Investition, die sich auf jeden Fall gelohnt hat. Mal hier nochmal gucken. Und schon bei 30.000, die wir heute verdient haben, wir haben sogar noch eine Fütterungsperiode. Richtig gut. Richtig gut. Die Ballen können wir ja auch verkaufen. So ist es ja nicht. So 16 mal 8 ist jetzt auch nicht das Schlechteste, ne?